Meine Oma, Max und Jesus Christus heißt dieses Buch und mein Gast heute, wie angekündigt, Uwe Steimle, ich grüße Sie. Hallo. Wir sind jetzt hier echt, das ist für mich jetzt ein Unterschied, ist nicht Berlin Mitte in irgendeinem Café, sondern auf einem, in so einem Landhaus irgendwo am Arsch der Welt, kann man das so sagen? Ja, herrlich. Das ist der, hier ist der schönste Arsch der Welt. Es gibt nichts Schöneres als ein Arsch der Welt. Und Provinz ist überall, selbst in Berlin, ne? Und New York, egal wo, Moskau. Provinz, Zurückgezogenheit ist herrlich. Wo man seine Ruhe hat, darum geht's doch. Aus dem Leben eines Ostalgikers. Hm. Also, Sie haben das erfunden, das Wort Ostalgiker? Ostalgie habe ich mir damals in 1992 schützen lassen als Programmtitel. Und damit war das Wort geboren. Also habe ich mir richtig so eine Patentnummer in München geben lassen, weil ich dachte, irgendwann wird schon einer kommen und wird sagen, er hätte es erfunden. Und so kann ich sagen, per der Nummer, es geht ja immer, dass man es beweisen kann, ja, habe ich das erfunden. Und der Sinn dahinter war, zu sagen, früher war es schöner und noch früher war es noch schöner. Also, dass man ironisch, selbstironisch mit sich umgeht und mit der Zeit. Und das uns ist aber uns aus der Hand geschlagen worden. Mittlerweile denken viele, mit Ostalgie sei gemeint, wir wollen die DDR wieder haben. Nochmal letztmalig, wir wollen sie nicht wieder haben. Wir wollen sie uns aber auch nicht nehmen lassen und auch nicht von irgendjemand erklären lassen, wie wir gelebt wurden. Das machen wir selber. Und wie ist es mit der BRD? Mit der BRD? Wollen Sie die behalten? Solange es noch Zeit ist, wäre ich für eine Reformation. Das ist immer besser als Revolution. Weil wenn ich an 1789 denke, da wurde ja das Oberste zu Unterst gekehrt. Also wenn dann Köpfe rollen, das ist nicht so gut. Also ich bin für eine friedliche Revolution und oder Reformation. Das war ja auch ein Riesenglück. Darf man auch nicht vergessen. Wir haben Schwein gehabt 1989, genau 200 Jahre später. Und das ist immer noch ein Wunder. Es gibt so Leute, die sich Geschichte angucken und sagen, Kohl, Genscher, Gorbatschow, das sind Leute, das sind ehrenvolle Menschen, die Großes geleistet haben, Freiheit gebracht haben, würdevolle Menschen. Was denken Sie dazu? Es gibt ja auch junge Zuschauer, die jünger sind als die Wende. Wie war es denn wirklich? Wie war es denn wirklich? Also die zu Anfang auf die Straße gegangen sind, das waren ja Bürger dieses Landes, die hier gelebt haben und mit den Zuständen nicht mehr einverstanden waren. Und die wollten zu Anfang eine andere deutsche demokratische Republik. Nämlich den Versuch zu wagen, gegen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen etwas zu unternehmen. Und das ist aber relativ schnell aus der Hand geschlagen worden. Die DDR war dann sofort pleite, als Kohl gesagt hat, wir stellen 1:1 um. Ne? Da waren wir auch nicht mehr wettbewerbsfähig. Geblieben ist von alledem immer noch, glaube ich, bei vielen Menschen der Traum, die Hoffnung, dass nicht aller Tage Abend ist. Und Angela Merkel hat ja unlängst gesagt, was wir hier erleben, das ist eine Systemkrise. Also sie hat nicht gesagt Kapitalkrise oder Finanzkrise, Systemkrise. Und damit ist das System des Kapitalismus gemeint. Und Wolfgang Schäuble hat sogar ergänzt, indem er gesagt hat, was wir hier erleben, ist nicht das Ergebnis der letzten 20 Jahre. Das bedeutet, die Bundesrepublik war 1989 ökonomisch genauso am Ende wie wir, nur eben auf höherem Niveau. Das einfach heißt. Und es geht eben nicht nur immer um Wirtschaftlichkeit und um Effektivität und Effizienz. Ich glaube generell, wir sind alle viel zu fleißig. Wir müssen alle viel mehr faul sein und bei sich bleiben und weniger arbeiten. Ich meine, Sachsen, es hängt ja alles mit allem zusammen, deswegen hole ich ein Stück aus. Sachsen ist das Kernland der Protestanten. Ja, da steckt das Wort Protest drin. Na, aber eben auch Tanten. So. Und man sagt ja nicht umsonst, die Heimat des Sachsen ist die Arbeit. Und das hat eben damit zu tun, durch Luther, die Übersetzung der Bibel, dass man das Heil suchte in der Arbeit. Und sich Regen bringt Segen und so. Aber uns ist das Kontemplative, das Beschauliche ist uns verloren gegangen. Und ich achte jeden, der sich nicht mitschuldig macht, jeden, der innerdeutsch nicht fliegt, sondern sagt, nee, ich fahre eben 7 Stunden von Saarbrücken bis Dresden mit dem Zug. Es geht darum, dass man versuchen sollte,
mir gelingt das auch nicht immer, sich wenigstens nicht mitschuldig zu machen. Und nicht so viel quatschen davon, machen. Sie, man kennt sie hauptsächlich bundesweit von ihren Auftritten, unter anderem auch aus, Neues aus der Anstalt. Mhm. Wie kam es dazu? Wann, wollten die so einen Quoten-Ossi holen? Nein, ich glaube nicht. Ich bin ja schon mit dem Wort Ostdeutsch ganz hellhörig, weil da weiß man auch nicht mittlerweile, ist das jetzt Standortvorteil oder üble Nachrede, ne? Ostdeutsch. Nein, mich hat damals der wunderbare Kollege Schramm, Georg, angerufen und hat gesagt, wir brauchen dich. Da habe ich erstmal nicht groß nachgefragt, wer wir ist. Und dann habe ich natürlich so leichtfertig gesagt, ja, ich komme. Und dann wurde mir irgendwann bewusst bei der Anstalt, ne, dass das ja eine Live-Sendung ist. Und das hatte ich noch nie gemacht. Und nun bin ich ehrlich gestanden auch ein großer Schisser, also ein Angsthase. Und ich sage auch manchmal, ich bin auch deshalb nur so mutig, weil ich Angst habe. Und das ist kein Widerspruch. Aber wenn der Mut eben größer ist als die Angst und man die Arschbacken zusammenkneift, dass es 5-Mark-Stück mit Ernst Fellmann die Prägung verliert, dann ist es gut. Und bis jetzt habe ich es Gott sei Dank immer geschafft, mich da rauszuziehen aus dieser Angstgeschichte und habe dann also zum Georg gesagt, du, bei aller Liebe, ich kann nicht kommen, ich habe einfach zu viel Schiss. 3 oder 4 Minuten live, das kann ich nicht. Also wirklich live, nicht auch aufgezeichnet und so getan. Und da hat Georg gesagt, wann ging denn das los mit der Anstalt? Ich glaube 2005 oder sowas, ne? Und da hat er gesagt, du, ich akzeptiere zwar, dass du Schiss hast, aber wir brauchen dich, es geht um die Sache. Und dass jemand aus der Bundesrepublik gesagt hat, es geht um die Sache, das hat mich begeistert, weil das hatte ich ja seit 89 nicht mehr gehört. Und da habe ich gesagt, ich komme. Jetzt müssen Sie mich nur noch fragen, was die Sache ist. Ja, stimmt. Was ist die Sache? Was bewegt Sie? Gegen Ungerechtigkeit. Das ist die Triebfeder schlechthin. Solange man die Kraft hat und man kann, sollte man immer versuchen, gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Keine Achtung gegenüber jedermann und auch nicht Angst vor großen Namen, Nummern. Nein, das sind alles Menschen wie Sie und ich. Und ich glaube an die Veränderbarkeit der Welt, weil das ist alles von uns gemacht und nicht von höheren Wesen. Die können uns zwar beistehen, aber machen müssen wir es. Sind Sie gläubig? Ja, geworden. Das hat mich auch, glaube ich, gerettet. Sonst wäre ich völlig durchgedreht. Also diese Ungerechtigkeiten. Und wenn du immer nur Adrenalin und pumpst und drückst, dann sagen ja irgendwann die Leute, du, der hat sie nicht alle. Und ich finde im Glauben, also die 10 Gebote allein, auch ein Anker, ein Geländer, Halt fürs Leben. Wie finden Sie die Situation im Moment, dass der Glaube, zumindest die Religion, instrumentalisiert werden, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen? Naja, das sind im Endeffekt Stellvertreterkriege für ökonomische, für wirtschaftliche Kriege. Ne? Das wird benutzt und geschürt natürlich auch. Wenn man sich überlegt, dass die, ich habe das im Deutschlandfunk gehört, im Deutschlandfunk, deswegen betone ich das extra nochmal, auch damit ich nicht in den Verdacht gerate, in irgendeine Ecke gestellt zu werden. Aber wenn ich höre im Deutschlandfunk, dass die neue israelische Militärstrategie heißt Samson, und mir wurde erstmal erklärt, weil ich mich in der Mythologie und in der Geschichte nicht so auskenne, wer Samson war. Das war also der, der geblendet wurde und ein großer, kräftiger Kerl, den haben sie angeschmiedet und bevor er gestorben ist, hat er die Welt unter sich begraben. Das heißt, der hat die Säulen eingerissen. Das heißt, die Israelis sagen, wir wissen, dass die Welt zugrunde geht, aber wir nehmen euch alle mit. Das heißt es übersetzt. Und da muss ich sagen, wenn so ein Gedankengut, wobei das Wort gut zu streichen ist, in den Hirnen von Menschen ist, müssen wir uns ernsthaft unterhalten, das ist nicht gut für die Israelis, diese Angst und diese Hysterie. Und wenn es denn unsere Freunde sind, dann müssen wir alles unternehmen, auch aus der Erfahrung der Weltkriege heraus, unseren Freunden zu sagen, macht es nicht mit Waffen. Wir stehen euch bei, aber nicht mit Waffen. Und ich möchte gerne auch mal wissen, wo ein Gesetz im Deutschen Bundestag existiert, wonach das deutsche Volk an Israel U-Boote zu verschenken hat. Wo ist das die Nummer dafür, aber, die Legitimation? Also bei
allem Verständnis für die Israel-Kritik. Ja. Wir liefern ja auch. Was heißt nicht Kritik? Ich sage nur, nicht mit Waffen machen, sondern unseren Freunden aus der Erfahrung der. Aber wir schicken ja auch unseren Freunden in Saudi-Arabien die Panzer. Alles, alles und in die Türkei. Also wir beliefern nicht nur Juden, sondern auch Muslime und wenn es noch geht, auch an Christen. Wir würden sogar Buddhisten beliefern, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, furchtbar. Grauenvoll. Also wie können wir hier eine Haltung haben und sagen, wir schützen nicht die Werte, ja, also wie wir, die Bundesrepublik, aber sind einer der größten Waffenlieferanten. Ja, das ist mehr als doppelbödig. Das ist, ich weiß nicht, wer dahinter steht. Und ich will mich auch nicht an Verschwörungstheorien beteiligen, aber normal kann das nicht sein. Und ich meine, dieses Grundgefühl, ich will jetzt nicht sagen gesundes Volksempfinden, weil dieser Begriff ist auch pervertiert worden. Aber wir merken ja alle, dass das hier in eine Richtung läuft, die kann nicht gut sein für niemanden. Und wir müssen weg von diesem Wachstumswahn, alleine dieses Wort Wirtschaftswachstumsbeschleunigungsgesetz. Wer denkt sich sowas aus? In der DDR hieß das Fünf-Jahr-Plan. Ja? Ist ja unnicht geworden. Also das ist alles ein einziger Wahn und ungebremstes Wachstum ist Krebs. Na? Ich glaube, wir müssen genau das Gegenteil versuchen zu leben. Weniger ist mehr. Apropos Fundamentalisten, Faschisten, Sie sind ja jetzt auch einer. Sie sind ein Gartenfaschist. Ja, bin ich ein Gartenfaschist. Ich brauche zum Ausruhen des Hirns Gartenarbeit. Die Hände in die Erde stecken, dreckig. Heute vorhin habe ich Kartoffeln geerntet. Also ich wusste gar nicht, dass das so schön sein kann. Ich habe vor 4-5 Monaten 3-4 Kartoffeln reingesteckt und ernte jetzt 12, 15, 20 solche Teile. Ist doch unglaublich. Also die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Ich habe, also das war wirklich so. Steckst 3 rein, kriegst 20. Herrlich. Und eigene Kartoffeln. Also das ist. Also es gibt auch genügend Dinge, über die man sich freuen kann. Und Rasenmähen ist was Herrliches. Ich nenne zum Schluss immer 3 Begriffe und bitte um kurze Assoziationen. Erich Honecker. War ein Saarländer. Ich war gerade dort. Ich habe ihn interpretiert, aber nicht imitiert. Habe ihn manchmal fast klüger gemacht, als er ist. Und es war ein Mensch, der sich einen Mantel umgehängt hat, der ihm viel zu groß war. Und eine tragikomische deutsche Figur. 2. Begriff, Demokratie. Hier in unserem Land oder generell? Generell. Generell wäre wünschenswert. Churchill hat ja gesagt, es ist die einzig machbare oder so. Naja, ich glaube aber, dass diese Demokratie, in der wir hier jetzt leben, muss dringend reformiert werden. Es kann nicht sein, dass 99% für das 1% schuften und sich das gefallen lassen. Das ist für mich das also undemokratischste überhaupt, dass das stattfindet. Also wir werden regelrecht verarscht von den sogenannten Volksvertretern. Ja. Die treten eher. 3. Begriff, Zivilcourage. Hat was mit auch mit Ungerechtigkeit eben zu tun. Also wie gesagt, Wer die Kraft hat, sollte das Maul aufmachen, solange es noch möglich ist. Denn das hier läuft in eine Richtung, die furchtbar wird, wie der Sachse sagt. Ihr Buch haben wir heute erwähnt. Es gibt noch einen Film, aber darüber wollen wir beim nächsten Mal reden. Und Sie haben mich vorhin eingeladen zu sich nach Hause. Genau. Und was gibt es da für mich? Da gibt es hier, erstens mal gibt es richtigen guten Bohnenkaffee. Der beste Kaffee ist der Jamaica Blue Mountain und da merken Sie schon daran, dass ich auch ein einziger Widerspruch bin, weil ich glaube, um ein Kilo Kaffee anzubauen, braucht man 20.000 Liter Wasser. Also, aber ich liebe nun mal Kaffee und bin auch in mir ein eigener Widerspruch, aber den liebe ich sehr, den Kaffee, das ist der beste, den es gibt. Und dazu gibt es Section Sahnekuchen, den wird meine Liebste backen, die Martina. Und der Sahnekuchen, Section Sahnekuchen, da kommt auf eine 28er Springform, ein Stück Butter. Mehr muss ich nicht sagen. Das ist also Sachsenleben gehaltvoll. Ich danke Ihnen, Herr Steimle, bis zum nächsten Mal. Und auch bis zum nächsten Mal, meine lieben Abonnenten. Und beim nächsten Mal geht's wieder weiter mit Dück and Think mit Professor Gunter Dück. Bis zum nächsten Mal.